nicht wenige, die bei einer erneuten Präsidentschaft von Trump davon sprechen, dass die amerikanische Demokratie am Ende ist. Teilen Sie so etwas? Das halte ich wirklich für Unsinn. Ich finde, wenn wir einmal Revue passieren lassen, wie Trump in die Politik eingestiegen ist und sehen, wo er jetzt steht, dann ist doch das, was man uns in den Medien immer als Bild gezeichnet hat, regelmäßig falsch gewesen. Also irgendwie wird ja Trump nach wie vor als Vollidiot dargestellt. Irrer, der weiß gar nicht, was er will, was nicht stimmt, hat klare Ziele. Hatten wir schon mal, nicht? Ja. Ich denke an Ronald Reagan, das war eben der Cowboy aus Hollywood. Genau. Das gab es schon mal. Und dem Ronald Reagan hatte man damals, wenn ich mich richtig erinnere, 10 Punkte aufgeschrieben, die er auswendig lernen sollte. Als Schauspieler war das für den gar kein Problem. Und diese 10 Punkte hat er mehr oder weniger nacheinander abgearbeitet in seinen Reden und in seinen Statements und in seiner Alltagspolitik. Und Trump hat diese Punkte, die ich versucht eben aufzuzeichnen, verinnerlicht und verkörpert diese Punkte auch. Und er setzt sie auch um. Bei uns wird ja immer gleich gesagt, oh, das Problem ist viel zu komplex und muss man mal gucken und so. Das sind ja die Standardausreden, wenn man nichts verändern will. Alles lässt sich verändern. Und es ist nicht zu komplex, sondern wenn man etwas ändern will, kann man sogar einfach ändern. Trump will das einfach ändern und siehe da, er schafft es so. Und das Bild, das in den Medien gezeichnet wird, unfähig, labert dumm rum oder sonst irgendwas, ist falsch, ist falsch. Trump ist eine Führungspersönlichkeit, die es schafft, eine emotionale Welle in den USA zu bewegen, die vor ihm so noch kein amerikanischer Präsident oder Präsidentschaftskandidat erreicht hat. So, und ich finde es auch ein Stück Arroganz von uns, dann zu glauben, wenn Trump gewählt wird, dann sind diese Wähler, also Trump dann vielleicht nicht blöd, aber die Wähler sind dann völlig blöd. Wie kann man nur Trump wählen? Das ist eine ganz bekannte Diskussionsform, die wir auch in Deutschland mittlerweile auch kennen. Ja, Hans-Georg Maaßen hat ja zu Recht darauf hingewiesen, dass alle paar Jahre irgendwie die Wellen aus den USA zu uns rüberschwappen und wir erleben jetzt, dieses Überschwappen auf unsere politische Diskussion. So. Und das ist auch falsch. Also zu glauben, dass ein amerikanischer Wähler, der in die Wahlurne geht und sagt, ich mag dieses Establishment nicht in Washington. Die haben mich schon so oft belogen und so oft falsche Politik gemacht. Ich will jetzt mal den Trump wählen. Ich mag die Migrationspolitik nicht, die in den USA hier stattfindet, weil ich arbeite am Fließband und muss das Geld beschaffen und nicht irgendwelche anderen. Und ich möchte nicht, dass mein Sohn in irgendeinem Konflikt auf der Welt eine Kugel in den Kopf kriegt, wo ich gar nicht weiß, wo dieses Land liegt, was wir da angeblich verteidigen sollen. So, und dann gehen die hin und machen das Kreuz bei Trump. Und das, finde ich, ist eine demokratische Institution, diese Wahl. Und das ist auch demokratisch, wenn er sein Kreuz bei Trump macht. So. Deshalb ist das alles aus meiner Sicht, entschuldigen Sie nochmal den Ausdruck, Unsinn, wenn man Trump undemokratisches Verhalten oder das Ende der westlichen Werte sieht. Sondern ich glaube, wir können von Glück reden, dass wir mit Trump jemanden haben, der uns vor den Chinesen warnt, der eine klare Sprache spricht. Ob die Politik so richtig ist, ist ja eine andere Frage. Aber das ist Demokratie, dass man das auch erträgt, dass jemand anders tickt, wenn er gewählt wird. Das Gefährliche sehe ich vielmehr darin, dass es politische Kräfte gibt, die für sich in Anspruch nehmen, zu entscheiden, wer Demokrat ist und wer kein Demokrat ist. Das ist in den USA der Fall, dass die politische Linke für sich in Anspruch nimmt, zu sagen, Trump ist kein Demokrat. Ja, die definieren, was Demokrat ist und wer nicht Demokrat ist. Nicht die Bevölkerung darf es definieren. Bei den Wahlen, wenn sie mit über 50% möglicherweise Trump wählt, ist die Bevölkerung nicht demokratisch, sondern die Linken sind demokratisch. Und das ist undemokratisch. Undemokratisch ist es, wenn man für sich in Anspruch nimmt, den Begriff Demokratie so zu definieren, dass man nur selber der Demokrat ist und alle anderen sind Irre, sind Trumpisten oder wie in Deutschland Nazis, Rechtsextremisten oder Verschwörungstheoretiker.